Viech rum. Ich glaube, das sind diese Dinger, die auch in meinem Schlafzimmer immer da rumfliegen überall. Dieses so Krabbeln auch noch. Keine Ahnung. Egal, ich lass dich leben. So, mein Spiegel, was mache ich damit jetzt? Das ist die Frage. Nicht umkippen, bitte. Dass man, wie gesagt, eine Essensmöglichkeit hat zum einen, aber auch hier zu dem Holz dann halt. Ne? Und was mache ich mit dem Spiegel? Und ist das denn überhaupt gut so? Ja, der Spiegel, was mache ich damit? Der muss irgendwann einen Platz, wo er nicht runterfällt. Wenn ich ihn da hinstelle, dann sieht das dumm aus. Da wird er aber nicht umkippen, wenigstens. Ne? Aber es sieht sehr doof aus. Vielleicht stelle ich ihn erstmal ins Schlafzimmer hinter mein Bett oder so. Weiß auch nicht. Das ist jetzt echt doof. Erstmal eins nochmal an. So.
Farbe, das sieht gut aus, oder? Dann passt das zu dem Besen hier. Jetzt mal, wie diese blöde Tür da nicht zugeht, ne? Ui. Oh. Bontuks Blut habe ich ihn vorhin mit abgewischt. Muss ich mal in Müll schmeißen. Wieso geht das nicht zu? Thank you.
Mal schauen, wie das aussieht. Ich weiß auch nicht, ich probiere es mal so aus. Geht auf keinen Fall, das stört man wegen der Tür. Vielleicht alle drei hierher. Dann sieht man auch die Lücke nicht mehr so. Und sind die jetzt alle verschieden? Naja, naja, also es geht. Die Decke will ich jetzt erstmal nicht benutzen. Glaube ich. Die glaube ich benutze ich erstmal nicht. Oder höchstens als Läufer oder so. Hier immer so quer rüber. Das würde man noch machen können, aber ich will gerne das Holz sehen lassen. Nur mal so ausprobiert. Das könnte man noch machen. Mal schauen. Der Deckel, das geht glaube ich gar. Kann man sich mit anfreunden. Mein Teppich, den will ich hier immer vor Augen lassen, damit mein Mann auch betet. Wisst ihr? Deswegen will ich den nicht wegpacken. Der soll hier immer vor seinen Augen sein, als Gelegenheit zum Beten. So. Dann aber noch mal richtig hier. Und meine Akten, die tue ich am besten mal jetzt, solange ich noch keinen besseren Platz habe, in den Schrank wieder. Reingestopft. Das mache ich ein andermal. Da habe ich jetzt keine Zeit. Kerze auch weg. Dann machen wir das mal richtig hier. Die schief. Das kannst du haben, ne? Bei der türkischen Qualität. Das
ist nämlich wirklich oft nicht gut. Was Nähen angeht, Gardinen und Tischdecken und so, das machen die nicht gut. Von der Qualität her vom Nähen. Das haben die noch nie gut gemacht. Das ist schief. Die Tischdecke ist schief. Guckt euch das an. Wir haben die Tischdecke schief genäht, ne? Glaubst du ja nicht. Guck mal. Die ist einfach schief. Egal. Nehmen die einfach eine schiefe Tischdecke, ich glaub's ja nicht, ne? Das ist natürlich jetzt blöd, wenn man das als Läufer macht. Weil diese Blumen habe ich von meinem Sohn geschenkt bekommen. Deswegen, die sind so, die riechen, wisst ihr? Die halte ich in Ehren. Die sind noch vom letzten Jahr, als wir nach Malding gefahren sind. So sieht man das, glaube ich, nicht so toll, dass sie schief ist. So. Okay, hier. So. Ja, immer noch eine kleine Rumpelecke hier, aber es wird vielleicht. Ich glaube, das könnte langsam funktionieren, ja. So. Was sagt ihr? Wie sieht das aus? Also ich denke, es sieht anders aus. Und es sieht auch schön aus. Doch, klar, es ist halt nicht weiß. Es müsste weiß sein. Man sieht, dass das da nicht hingehört. Aber das macht ja nichts. Das ist alles nicht so passend hier. Kein Problem, glaube ich. Auch der Tisch ist jetzt gut. Und wenn ich da hier in die Ecke noch so einen kleinen Eckschreibtisch mache, wisst ihr, so einen kleinen Eckschreibtisch, entweder da oder da, dann kann man da auch gut arbeiten. Okay, das ist in Ordnung jetzt. Kann ich euch hier auch mal wieder rausmachen? Ich werde angerufen. Lieben, es ist time to say goodbye. Hier ins Bett. Nein, ich werde jetzt noch beten. Ich habe meine Gebetswaschung vollzogen. Ich habe noch eben meine Schwiegertochter telefoniert. Richtig süß. Ich habe mich gefreut, dass sie angerufen hat. Wir haben länger nicht gesprochen. Jeder ist ja so in seinem Arbeitstrott. Und ja, vielleicht kommen die her. Ich freue mich, inshallah. Jedenfalls bin ich jetzt gerade dabei, wie gesagt, noch meinen letzten Videoclip zu schneiden. Ich habe hier eben noch ein bisschen gedreht mit euch. Habe soweit auch alles jetzt einfach da stehen und liegen lassen. Ich hatte ja mit euch schon abgewaschen und habe soweit alles geordnet und habe sogar so ein bisschen den Schrank noch gewischt, dass er nicht so staubig ist. Hat dann das Schwiegertöchterchen angerufen und eine ganze Weile telefoniert. Wir haben uns über Abayas ausgetauscht fürs Schwimmbad, weil wir müssen uns ja auch jetzt im Schwimmbad bedecken. Und es gibt so, sie hat mir auf TikTok eine Seite gezeigt, es gibt Schwimmabayas, die das sind richtige Kleider, Schwimmkleider, die sehen auch aus wie Kleider und gibt verschiedene Arten, gibt so eine Art Pumphose mit Kleid, sieht aber aus wie ein Kleid, nur wenn man genau hinguckt, ist so eine Pumphose halt, aber es gibt auch richtige Kleider mit so einer Hose drunter, die sehen richtig wie ein Kleid, wie eine Abaya, also wie das hier aus, nur es ist halt zum Schwimmen, ne? Es ist zwar mega teuer, aber sehr schön und ich habe aber für mich entschieden, dass ich das nicht möchte. Ich würde gerne schon für Schwimmbad eine Kombi haben, quasi so eine Art Jacke, die man anzieht, so eine Art Mantel mit so einem Schwimmkopftuch drüber und so eine weite Hose, die man drunter zieht. Aber da bin ich immer noch auf der Suche, aber im Moment, mein Pool ist ja noch nicht ready, deswegen habe ich noch so eine Woche Zeit oder so, finde bestimmt noch mal irgendwas. Ich habe mich jetzt auch noch nicht so damit beschäftigt, bestellen wollte ich das noch nicht. Genau, ich habe jetzt noch ein paar andere Dinge, die ich bestellt habe und bei denen möchte ich erstmal warten, ob das ankommt. Ne, Modernise hat immer noch nicht die Bestellung, bearbeitet sozusagen. Die liegt da noch und es geht nicht weiter, ne, obwohl heute schon der zweite Tag ist.
Also die alle anderen haben verschickt. Trend Yol hat alles schon im Cargo. Alle Sachen, die ich bestellt habe, sind im Cargo, also im Versandfahrzeug. Aber Modernisa, die bleibt da fest und stehen. Ist aber auch Lieferdatum 13. bis 18. angesetzt. Ne? Also insofern haben die ja wahrscheinlich sich ein weites Zeitfenster gesetzt. Ich weiß es nicht, hoffe, dass das ankommt, weil da stand ja nur Antalya und nicht Alanya. Ne? Da möchte ich wirklich hoffen, dass das ankommt. Naja, kriegen wir schon hin, inshallah. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob die anderen Sachen kommen. Die sollen aber nicht morgen, sondern übermorgen kommen. Aber wenn die schon im Cargo sind, schon im Versandfahrzeug sind, kann sein, dass die morgen schon kommen, inshallah. Da würde ich mich freuen. Für heute, mein Lieben, ist Schluss im Kasten. Ich bin müde, ich bin nass geschwitzt, weil ich gehe auch duschen jetzt. Ich habe nämlich den Tipp gehört, dass man vor dem Schlafengehen duschen soll, damit die Mücken nicht kommen, weil die mögen ja Schweiß und CO2-Ausstoß und ähnliches, ne, aus dem menschlichen Körper. Deswegen, ich gehe einmal duschen und dann reibe ich mich ordentlich mit Apfelessig ein und dann gehe ich schlafen. Es ist auch schon, guck mal, meine Uhr ist schon 23.43 Uhr, also schon richtig spät wieder. Deswegen nochmal Erinnerung an meine Schwestern. Bitte denkt dran, wir sind fast vor den Feiertagen. Ich glaube Sonntag, bin ich sicher, Sonntag ist Kurban Bayram. Bis dahin sind noch die tollen Tage, wo wir ganz viel Lohn für Allah, von Allah bekommen, für die guten Taten wir machen. Also beten, fasten, gute Taten, viel Allah gedenken, viel die Tesbik benutzen, anderen Menschen helfen und freiwillige Gebete machen. Versucht das zu machen, weil es gibt kaum Tage, die wertvoller sind als diese Tage. Und die sollten wir nutzen, inshallah. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, inshallah. Tschüss.